Was ist denn hier los? Na, ich sortiere meine Buchhaltungsunterlagen aus. Die braucht jetzt ja keiner mehr. Ach, ist die Frist schon abgelaufen? Naja, Steuererklärung ist abgegeben. Also weg mit dem Mist. Nee, nicht ganz. Es gibt nämlich zwei Fristen, die du berücksichtigen musst. Es gibt einmal eine 6-jährige Frist, die ist zum Beispiel gedacht für Verträge und alles, was mit der Geschäftskorrespondenz und mit Kundenkommunikation zu tun hat. Und dann gibt es auch noch die 10-jährige Frist, die ist für deine Steuererklärung, für die Buchhaltung und für deine Belege gedacht. Wie jetzt? Das Ganze soll hier jetzt bis 2032 rumliegen? Nee, nicht ganz. Die Frist beginnt erst zum Ablauf des Jahres, in dem das Dokument entstanden ist. Na, nehmen wir mal an, du erstellst deine Steuererklärung für 2020 im Jahre 2022. Dann beginnt die Frist zum Ablauf des Jahres 2022, das bedeutet zum 1. Januar 2023 und die Frist geht bis zum 31. Dezember 2032. Aber ich empfehle dir, die Dokumente 2 bis 3 Jahre länger aufzubewahren. Oh Mann, naja, danke, dass du mich gewarnt hast.